Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Wer ist dann hier? Und ja, ihr seht, sie haben ein bisschen gelevelt. Bei denen hier oben weniger, aber okay. Aber sonst habe ich so 10 Level gemacht und ja. Können wir ja mal gucken, ob wir die hier gehen können. Wir können es zumindest mal probieren. Bei Kimari war nicht allzu viel zu tun, den haben wir schon sehr gut trainiert. Kraft 2J, HP. Dann, Abilities Verjoden, Wunderhieb und dann noch Unheil. Okay, jetzt weiß ich nicht, was das genau macht. Dann setzen wir uns hier hin. So, erstmal mehr MP und mehr Treffer. Und dann noch einen und nehmen wir doch die Magie mit. Um 3. Ja, so. Nächstes Mal werde ich dann hier hinten lang gehen. Nicht Richtung Lulu nicht, sondern Richtung Wacker hier hinten. Sind wir auch bald dann bei Arwen und dann können wir da das perfekt nutzen. Also, Yuna. Die sollte, wenn sie es schafft, Vitra erreichen. Zauberabwehr um 2. Geschick um 3. Ja, schafft sie. Dann erstmal Magie Abwehr um 2 und Magie um 3. So, jetzt ein Weg noch davon und da haben wir dann auch Vitra. Ja. Dann wird erst dieses nächste interessante werden, Shell. Ja gut, das schaffen wir noch eh mal. So, Arin. Eintritt vor. Nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin. Da. Hey. Dahin. So, nicht bewegen. Nutzen. Zeitperiode für Treffer Mainz. Und dann zweimal Wunder für Magie Mainz. Und dann nochmal Magie Mainz. Jawohl, okay, jetzt haben wir hier. Das haben wir jetzt. Wo geht's jetzt hin? Jetzt geht's. Hier hin. Noch 3 Felder. Ne, HP-Bürger bekommen wir. Yep, und nochmal ein bisschen Abwehrkraft. Um 3 schätze ich Abwehrkraft. Und dann nochmal um 200 HP. Und dann haben wir beim nächsten Mal schon. Nochmal um 4 Abwehrkraft steigen. Okay, Lulu, 10 Felder. Erstmal mehr Abwehrkraft. MP plus 20. Dann zweimal Zauberabwehr. Und hat HP nochmal dazu. Dann haben wir hier nochmal Abwehrkraft von 2 und Zauberabwehr um 2 und Ahnen. Okay. Ich ahne auch was. Und dann nochmal 20 MP. Ja gut. Wo wollen wir eigentlich hin? Ja, das ist sowieso Schuss, okay. Okay, Stormy. Wo waren wir da stehen geblieben? Da waren wir da stehen geblieben. Stab da unten in der Gemach. Nützlich ist es. Nützliche Technik. Vor allem bei Gegnern ist es ja nützlich. Aber erstmal schreiben wir. Treffer um 2. Und Abwehrkraft um 2. So, dann wählt er sich hier unten hin. Nein. So, HP 200 mehr, MP 20 mehr und ja, gemacht hat er. Okay, gemacht. Das ist natürlich vortrefflich. Dann kriegt der Angriffskraft noch ein bisschen um 2 und noch ein bisschen Treffer. Ne, Reflex ist okay.
Ja, das ist auch nicht mehr viel hier. Hier der Ender Dungeon schon gemacht, gell? Level. Was ist dahinter? Oh, Level 4, okay. Ja, irgendwie cool. Und jetzt kann man natürlich hier erstmal gucken, wo ist man eigentlich hin. Da sind alle Sperrostopper. Ja, hier unten lang, ne? Gut. Hier hin. Angriffskraft um 2. Bitter nötig. HP um 2. Bitter. Bitter nötig. Und auch die bitter nötig. Abwehrkraft. MP und Magie noch. Treffer. Kraft. HP, also. Und nochmal. Einmal nochmal geschickt kommt 4. Und das ist dann. Was ist das? Fortuna. Gut. Ziemlich sinnlose Technik, weil dann 15 mit Gil auf Gegner und das. Ja gut. Almosen. Ne, das. Nee. Fortuna, Fortuna steigert, glaube ich, Lücken ein bisschen. Okay. Ja, wir gehen jetzt erstmal weiter. Aber erstmal schauen wir in der Gruppe um. Oh, wir haben den Wacker vergessen. Oh, Wacker. Wacker dürfen wir natürlich nicht vergessen. Der ist noch wichtig. Was hätte ich Wacker vergessen? Das wäre schlimm. MP und Reflex. HP um 200. Angriffskraft um 2. Und erlernt, was ist das hier? Blindschock, okay. Er wird einfach nochmal schnell mal die Wahrscheinlichkeit für, dass der Gegner blind wird. Und Treffer und so. Was hat er hier? Hier ist es. Das ist. Subvita, okay. Das ist Flair, ne? Da haben wir nicht wahrscheinlich hin. Nee, das sind Dreier, okay. Da kommen wir nicht hin, ne? Vor allem mal eine Gruppe stellen, ne? Gruppe, okay. Okay, weiter geht's. Davor steht Maya Shen schon wieder rum. Ich weiß, was er zu sagen hat da vorne. Okay. Wir sind halt Nerven nur. Das ist eins, was wir können. Nerven. Okay. Aber du bist schlecht geworden, wie gehen wir das? Okay, dann schicken wir Kimon, der hat eine Wasserdance, das dürfte dann eigentlich schon. Ja, vorbei sein. Okay. Ja, Wasser. Verletzte Waffen sind natürlich am besten. Die bringen am meisten. Maishen, was hast du zu berichten über diesen Ort? Well, hello there. Would you like to hear about this place? Bitte. Okay, ich will das schon was hören. Well, hello. Very well. Let me tell you about the crossing. A long time ago, this place was a traveler's nightmare. Planes of lightning, planes of thunder. Those who cross are torn asunder. Or so they used to say. Then a man by the name of Bilgen appeared.
Using Machina, he built towers that served as lightning rods across the plains. Finally, travelers were able to cross in safety. Bilgen was building that tower over there. When he was struck and killed by lightning. Okay, das war natürlich super. Aber es war doch schon ein sehr guter Mann, weil er hat uns geholfen, dann diesen Ort ein bisschen sicherer zu machen. Ein Hinterhalt. Du bist tot. Aua. Okay. Alles ist noch relativ einfach. Lulu! Schwarzmagie, Wasser! Juhu! Lulu wird uns auf jeden Fall in der nächsten Zeit sehr noch helfen. Beim nächsten Boss kommt ja noch der Boss. Ach, ich kann da sowas doch nicht. Da steht Shalinda. Where'd you hear that? From the Guado. They were all very excited. I'm afraid you heard a little wrong. Yuna's gonna turn him down. Oh, really? Okay. I see. That's unfortunate. Well, I'm sure that people would have rejoiced all over Spira. Ja, Pech gehabt. Was haben wir hier Schönes? Arn. Nicht tot. Okay. Arn, ich bin enttäuscht von dir. Das musst du packen irgendwie. Okay. Lassen wir uns davon nicht mehr aus der Ruhe bringen, sondern... Warum schafft er das nicht? Das ist doch... Okay, gucken wir mal bei der Ausrüstung bei Iron Man nach. Ja. Da ist eine Öffnung, da ist doch... Ich kann's doch nicht, verpiss es auch. Ich will nicht vom Blitz getroffen werden. Okay. Ich will treffen. Petra.
end this. Yo. Told ya. Und so ein Level up. Eine Wasserbombe. Und wir haben ein Geschick. Sveyot. Ne, ein Zeitspiel für Geschick genommen. Ach mein Gott. Es gibt übrigens einen besonderen Preis, wenn man 200 Mal in Folge so einen Witz ausweicht. Ist dann für die Spezialwaffe von Ludo. Aber ich habe das auch schon auf meiner Spielteil nicht geschafft, also. Es bedarf etwas Zeit. So 3 Wochen ungefähr. Dann dürfte man das irgendwie schaffen. Nachdem ich mir das so tragisch vor mir dann so 199 Mal geschafft und dann so ein Blitz und dann trifft er einen noch und das sind die ganze Arbeit hin, also. Das ist dann schon sehr tragisch. Das heißt, da würde ich in Folge ausweichen und nicht zwei insgesamt. Das heißt wirklich in Folge und das ist eins der schwersten Sachen, die man sich vorstellen kann. So. So, ich will ihn nämlich zum Zug kommen lassen, also bitte schön, Stummhieb. Da er nur zaubern kann. Hat Pech gehabt. Deswegen kann ich zaubern, deswegen kommen wir gleich als nächstes dran und das ja. So kann man sich die Typen einfach vom Leib halten. Jo, Wacker. Noch weitergehen. Und dann nennt er jetzt Zugbieter. Auch eine. Ach mein Gott. Sehr schöne Taktik. Ziehen wir einfach nur wieder vom Gegner ab, also praktisch wie Dragonic, nur ein bisschen stärker. Also hab ich heute hier irgendwas im Hals. Ist größer als ein Frosch, glaube ich. Yo! Wir sind in Richtung Makalani unterwegs, aber erst werden wir noch ein bisschen rasten hier, weil wir brauchen alles immer Rast. Stop kidding around. Yes, ma'am. What's wrong? You're giving me the creeps. Hey, whoa! I want to go home. I hate lightning. I hate thunder. Let's go rest over there, please. This storm never stops. Better to cross quickly. I know, but just for a little while. Well, what now? Yeah, Riku hat halt. Pretty please.
mach Pause. Also ich bin da ganz auf Ricos Seite. Seht ihr? Juna ist auch müde. Do you have a room available? Ah, Lady Summoner. Yes, just over that way. Thank you. Juna? It's not like her. Ja gut, okay. Ausrüstung ansehen. Ballockschwert? Scheiße. Lebensstab, scheiße. Wechselspieler, scheiße. Magiemann, scheiße. Alberte. Ne. Fata Morgana. Die kaufen wir. Sonst nichts Besonderes. Hast du Teamstar irgendwas Besonderes? Handgranaten. Okay. Fülle ich es wieder noch ein paar? Eine Weltkarte brauchen wir nicht unbedingt. Okay. Was sagt ihr mal? You're not resting. Go away. It's not easy being a guardian to a summoner so young. Are you that scared? When I was little, a fiend attacked me while I was swimming at the beach. My brother tried to beat it back with a spell. But he missed and hit me instead! No. It was a thunder spell. Ouch. I've been scared of lightning ever since. But it can be effective. Magic is effective against marine fiends. My brother said that too. You should learn some spells too. Rin! Maybe later. Nice to see you again. Welcome to the Rin Travel Agency. Oh. How goes your study of our language? Besser. That is good to hear. Allow me to present you with this book for your study. 14. H zu N, okay. I wonder. Would that be Sir Orin, by any chance? Yes. Ah, as I thought. I've been wondering since I saw him at the Meehan High Road branch. Sir Orin! I wonder if you remember me. 10 years ago, at the beginning of Lord Braska's calm. Yes, I should thank you. Not at all. I could not leave a wounded man to die. However, I was surprised when I saw you gone the next morning with that wound. An ordinary man would not have been able to walk. I'd rather drop that subject, Rin. As you wish. Okay. Juna, was hast du? Juna looked preoccupied. Was it because of Jiskel? I wonder what's wrong with Juna. Okay, dann gucken wir mal, ob wir uns ausruhen können. Ausruhen. Okay, dann war es doch nicht das. Katzin. What? As punishment for my deed,
punishment for my deeds. Whoa! But... Yes? I implore it. Ow! Well, it's nothing really. I'm sorry. I shouldn't have come in. Hey, wasn't that Jisco Guado guy? The sphere is his will. It says, take care of my son. Huh. His son, Seymour? Well, I know one way to take care of him. I'm sorry. What do you think you're up to? Yuna was acting funny. Yeah, She'll tell us when she's ready, so hold your chocobos till then. Yeah. All right. Ow. Na gut, okay. Jetzt können wir gehen. Ich bin bereit. Ja, natürlich nicht. Das hatten wir bereits. Das Problem ist was. She's not going to move unless we do something. Jo. If it's okay with Riku, shall we go? We're not through the Thunder Plains yet, so be prepared. Ich bin prepared. Whatever happens, we're still Yuna's guardians. Then let's just go on with the journey, huh? Let's give Riku a kick in the butt and go, huh? Okay. It's not stopping. Don't tell me you were hoping it would. Fine, stay here. All right. But you didn't have to say it like that, you know. You could be more comforting or something. You know, try to cheer me up. You just don't get me at all, do you? Hey, are you listening? Touristen, also echt. Was ist denn da rum? Ein Donnerschild. Wie überaus praktisch. Ein Eisengigant. Hat eine Menge HP, der Typ. Da
das scheint nicht zu interessieren. Okay, dann müssen wir schwere Schütze auffahren. Jo! Aaron. This ends now. Okay, die noch. Echo. Jo! Also Kimai scheint da wirklich stärker zu sein als Aaron, was mich verwundert. Ich wusste, was passiert. Also, na gut. Du hast ein Level up. Dann steigern wir deine Zauberabwehr. Und dann können wir hier schon mal Analyse erlernen. Und Aaron kann noch ein bisschen mehr Power-Up kriegen, das braucht er auch. Nicht ich. Lulu. Mehr Reflex. Die gab es da, glaube ich, noch eine Filmsequenz. Eine Cutscene, wie man es auch immer nennen möchte. Ich glaube, Cutscene trifft es besser. Weil ich heute so schön drauf bin, kriegt der Gemetzel ab. Ich habe, glaube ich, zweimal, dreimal hatte ich es gemacht im Power-Level-Bereich. Aber nichts Großes irgendwie. Also, wir haben keine neue Attacke dadurch gelernt. Jo. Wir kriegen Level-Ups. Kann für Stormy nur gut sein. Auch wenn der Impairment ja das letzte ist, was er braucht, aber okay. Davor ist noch ein Speicher-Slayout. Oh, zwei fliegende Nerven für die Viecher. Okay. Treffe ich die? Jo. Zaun für Aaron. Jo. Komfortabel. Für mich wieder. Ich glaube, mag ich mal nicht besonders. Kann das gehen? Handgranate. Ups. Na gut, okay. Schutzmagie. Betra. Jo. Einer ist gerne weniger. Mehr MP für Rico. Ein bisschen Treffer.
Kimari. Yuna, schütze uns mit deiner... Ich glaube, ich habe mich ausgewichen. Ich glaube, ich habe mich eben verdrückt, glaube ich. Kann das sein? Ausgewichen. Hammer, echt. Ausgewichen, Rico. Okay. Unsere... Gut, dass er das noch schafft. Vernichtend. Und mehr Ex-Hasenleister. Das ist unser Job hier. Und schon wieder zu Level. Es geht für Tatsache. Hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt so schnell auf einmal geht, aber okay. Abwehrdarm kommt Magie zum nächsten. Okay. Aber kann uns ja nur recht sein, dass es so schnell geht. Speichern wir mal schnell ab. Und dann kann es ja schon weitergehen. Okay, jetzt sind die Mistviecher wieder da. Okay, taktisch ist blöd gewesen, aber okay. Oh, Arwen ist... Aber natürlich im Konfusmodus schlecht. Wir können das nicht eigentlich auswechseln, deswegen. Okay, dann haben wir hier irgendwo Yuna rein. Hoffentlich Helios Medica. Ich bin nicht so sicher, weil Riechsalz haben wir noch nicht. Okay, Medica halt das. Gut zu wissen. Und Kimari. Ich hatte damit gerechnet. Fast immer noch nicht. Okay. Das war's aber. Mal sehen hier, was so ein Feld 4 Angriffspower bringen kann. Speerklaue T? Was ist das denn? Mal gucken, Ausrüstung. Rico. Zeitwandler. Super. Als bräuchten wir das. Everyone. Wait. What's up? I have something to tell you. Here? We're almost out of here. Let's go. I have to say it now. Over there. Okay. Und da muss was loswerden. Dann sprich. Somehow, my bad feelings always come true.
I've decided to marry. I thought so. Mr. Tedos. But why? Why'd you change your mind? For Spira's future and Yevon's unity. I thought it would be the best thing to do. That's not good enough. Wait, is it? Is it because of Lord Jiskal? Hey, that's fear! Show me. I can't. I must speak to Maester Seymour first. I truly am sorry, but this is... It is a personal matter. You're kidding, huh? As you wish. I'm sorry. Just one thing. I won't quit my pilgrimage. Then it is fine. Wait a minute, Auron. You don't care? I mean, you're not gonna stop her? No, I'm not. As long as she is willing to face Sin, all else is her concern. That is a summoner's privilege, as long as she journeys. But that's... Yuna, just one question. Can't you just talk to Maester Seymour? You got to marry him? Don't know. But I think it is the right thing to do. Okay, I guess. Yuni! Quiet! I wish we could help somehow. Some way. It's okay. I'll be fine. She says, I'm sorry. He says, it's fine. She's willing to face Sin. She's privileged. I didn't understand. But somehow, I felt like I didn't belong. But if I didn't belong with them, I'd be stuck in Spira, alone. And being alone in that place, well, I didn't want to think about it. Okay. Next, we're going to Makalania Temple. Yep. Yuna can talk with Seymour there. We Guardians will wait until they're done and plan our next move. Understood? Okay, wenn du meinst, Aaron. Aber ich bräuchte euch mal jetzt vielleicht ein bisschen, weil diesen Spirit, den Yuna hatte, den werden wir noch sehen. Im Tempel. Den... eben gerade schon angesprochen wurde. Scheiße. Lulu. Story. Kriege ich den von hier aus? Natürlich nicht. Einen Bossfight sollten wir noch machen, finde ich. Der nächste ist einmal so weit entfernt. Ich schätze, das kriegen wir hin. Um 2 Angriffskraft, okay? Okay, okay, okay. Ein Äther, okay. War ja nicht so besonders. Äther. Aber okay. Das Team ist schon mal richtig. Das hat weh getan.
Aber okay. Oh, nochmal zwei Level. Scheint sich doch gelohnt zu haben, hier ein bisschen was zu machen. Wir bessern die Magie auf. Und hier bessern wir erstmal nichts mehr auf. Obwohl, ich glaube, ich kann es riskieren. Unseren... Nö, ich kann es nicht riskieren. Wo war denn das, wo ich es riskieren konnte? Bei Lulu, glaube ich, war es genau. Hier kann ich es riskieren. Hier setzen wir einfach mal ein Magie-Sphäre ein. Dann können wir hier die Magie erhöhen um 4. Das wird sie brauchen. Beim nächsten Bosskampf. Okay. Eisigant. Okay. Wacker. Blindschock. Schon mal drauf, und das ist doch nicht schlecht. Dann noch mal Mikro rein. Irgendwie hat er... Das war schon wieder... Blind schon wieder weg. Okay, nochmal Blindschock. So. Kimari? Wacker raus. Blue rein. Mai raus, Juna rein. Ein fröhliches Hinterwechseln. Wird alle mal ein bisschen AP kriegen. No time to waste. Let's ja. Go. Er ist entschlossen, weiter zu gehen. Und ich bin jetzt entschlossen, zwei Spare-Level auf dem Spare-Brett zu gehen. Mit Juna, vor allem. Ist da was? Ne, ist nichts, okay. Nico und Angriffskraft um 2. Sie wird overpowered. Okay. Man soll nicht scherzen mit ihr. Sie ist schon wichtig. I'm sorry, everyone. Weh. Der wird nicht mehr angreifen. Dafür aber Ico da frei. Das kann so irgendwie nicht. Das ist mehr als verwunderlich. Und dann laden wir nochmal die Sess auf. Bam. Und kurz Zeit für Rico, weil wir sind jetzt endlich draußen aus der Steppe und jetzt kommen wir in den Wald von Makalania. Der ist schön. Da fällt dir ein Stein vom Herzen. Ja,
sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. Was will Arne von uns? You're worried about Yuna. Of course I'm worried about her. What is she thinking? The simplest answer would be, in exchange for agreeing to marry him, she hopes to negotiate with Seymour. Negotiate what? I wonder. What? All by herself? She's strong, but Seymour is the better negotiator. Well then, why don't we do something about it? Yuna wants it this way. I just don't get it. Doesn't she trust us? On the contrary. She doesn't want us caught up in whatever it is she's planning. Yeah, that's what I thought. But that makes me worry even more. She could just tell us. That's the way she is. She's naive, serious to a fault, and doesn't ask for help. You're probably right. Yuna's easy to read. Yeah, she is. But hard to guard. Stand by her. Always. Jo. Der Wald von Makalania. Slowpokes! Sorry. It's funny how calm I was. Maybe it was because I'd realized that Yuna wasn't marrying Seymour for love. Not really. It was just her duty. Something she had to do before returning to her pilgrimage. That's what I kept telling myself anyway. And, well, maybe. I realized that Yuna and I'd never, you know. Yuna, let's go. Jo, check mal, eine Stunde habe ich gleich schon, aber okay, machen wir noch weiter. Ein Bosskampf will ich euch nicht präsentieren. Oder? Makalania Wald, Yevon Tempel, Makalania. Da geht's hin. Und da bekommen wir unsere vierte Bestie und einen hammerschweren Bosskampf. Der ist echt Hammer, der kann man sagen, was man will, aber der ist Hammer. Und dann offenbart sich auch so manches verstrucktes Dings. Koalos sind hier, okay. Und hier haben wir zum ersten Mal neue Gegner. 2000, das ist die. Und es kann vergiften. Was man jetzt nicht gesehen hat, aber okay. Ach, weil ich so frei bin. Saldohieb. Yo. Thinking isn't solving anything. Da bin ich voll seiner Meinung. Die bringen gute Ability-Speicherung, die Viecher hier. Aber okay. Und eine Schatztruhe. Mit 2000 Gel. Okay. Oder Gil. Sagen wir mal Gil. Gil macht's besser, glaube ich. Okay. Hier gibt's auch noch was. Und zwar eine. Oh, scheiße, ja. Die gibt's auch noch. Chimera. Die vier sind Hammer.
Mal gucken, was battelt der Vierer Sverjot da von Magie. Okay, kann ich jetzt nicht. Mal sehen. Er hat 4000 HP. Nasshauch. Natürlich jetzt auf alle. Aber ist noch in Ordnung. Kimari. Passt auf Aaron. Meteorflamme. Ne, Meteorflamme. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Aua. Sehr viel Au. Dann mal Rico rein. Die kann dann mal eine Handgranate benutzen. Immer 300, egal bei welchem Gegner. Also warum nicht? Pizza. Yuna. Beschwören wir Exion. Ist jetzt zwar die Kurzanimation, aber egal, sagen wir mal. Jo! Mehr müssen wir nicht machen. Wacke war zwar nicht drin, aber okay. Wir haben alle ein Level abbekommen und das ist doch schon was Besonderes. Noch, hier geben wir noch Abwehrkraft und HP nochmal 200. Die 2, okay. Da kriegen wir nochmal HP. Es läuft, denke ich mal. Ganz gut im Moment. Zauber Abwehr. Hier erstmal nichts. Und hier auch erstmal nichts. Ability Yuna Vita. Schmetterlinge nicht berühren. Die sind für Kimaris. Ja. Wenn man also die Schmetterlinge-Aufgabe hier macht später, kann man sich das Siegel von Kimaris Superwaffe holen. Das habe ich allerdings schon gemacht. Bei meiner Datei. Also hier noch nicht, aber bei meiner einen Datei habe ich schon gemacht. Obwohl es etwas schwieriger war, als ich dann nicht dachte. Klingt einfach. Klingt zwar nicht so okay. Und etwas gemacht, das ist okay. Das ist nicht okay, das war. Das ist gar nicht okay. Kimai ist vergiftet, das ist nicht gut. Baka. Werf die Bienen ab. Yuna. Und Shami. Jo! Lulu! Ich hab irgendwie das Gefühl, brauchen sie. Ich weiß nicht warum, aber okay. Wir brauchen sie, glaube ich. Oh, das hat ordentlich gezogen. Jo. Ja. Da müssen wir hin. So, 200 HP. Dann geht er beim nächsten Mal runter. So ist jetzt noch eine, glaube ich, eine Angriffskraft oder sowas war's. Oh. Teilchen blau. Perfekt für Lulu jetzt. Rico.
Wasserteilchen. Blau, den ich mal einmal erklärt, das ist ein Wasserteilchen. Wasser, das war Nässe, also blau mal hier Blitz. Jo. Wasser können die sogar. Nico, angreifen. Wie? Ganz stark. Scheiße, ich habe ja noch. Ich habe hier noch Bruderherz an, das heißt, Wasserschaden ist ja gut. Das sollten wir gleich umstellen. Das ist echt nicht so schlecht, wenn wir das mal umstellen. Doch schon früher los machen. Oh, da kommt Bartello. Ja, hallo, du. You, have you seen Donna? Nein. Donna? Can't say I have. What's up? We got separated on the way here. Damn it all. I've got to find her. Calm down. But if anything happens to her... Running around in a panic is not going to help. Jo. Right now you have to keep cool and search. But guard your emotions, then guard your summoner. You're right. Shall we search? No, I've taken up enough of your time. Thank you, Sir Aaron. Okay. What's up? Oh, I just wanted to wish him good luck. Jetzt nicht nett, die Hiko. Ein bisschen verspielt, aber das kann doch niemandem schaden. Was haben wir hier? Everyone, focus on the enemy. Das haben wir vor. Sie nimmt mir die Arbeit ab. Rico. Dann mach das doch nochmal. Greif an, komm! Gigantisch. Magiebrecher schon drauf? Man zaubert so ein Ding wie. So ein Scheiß wieder eigentlich. Okay, das mache ich bei einem Speicherpunkt. Aber die Ausrüstung von hier mal müssen wir ändern. Na gut. Du Vogel, das ist mir nicht. Du musst erstmal hier. Mach weiter, ich will hier durch den Wald durchkommen. Zum nächsten Speicherpunkt noch. Ich weiß, Vögel sind schön, aber... Jo, wir haben's. Nee, Pause nicht. Weiter drücken. A butterfly with rainbow wings will lead the way to secret things. I know. Das könnt ihr durchlesen, aber das ist eigentlich genau das, was ich erzählt habe mit dem... mit der Superwaffe von... Kimari. Aber wir wollen jetzt keine Schmetterlinge fangen, wir wollen zum Speicherpunkt gehen und dann abspeichern, dann wollen wir die heutige Sendung beenden. Das wollen wir machen. Das ist, glaube ich, sehr gut, das, was ich ausdrücken möchte.
Stormy. Tasse auffüllen. 1900 dazu noch, die Chimera. Und das auch. Und Stormy. Jo. So nicht anders, ne? Ja, die bringen echt viel Abbildungsperioden. So weit kann der Weg eigentlich nicht mehr sein, also. Ich würde ja nur ein Monster machen, wenn ich es hätte. Hab ich aber nicht. Aber wisst ihr was? Dann trainiere ich halt nächstes Mal noch ein bisschen. Ich bin jetzt nur Speicherpunkt. Da war eine Schatztruhe, habe ich gesehen, aber ich will sie nicht mitnehmen. Ich will zum Beispiel bekommen. Ein Panzer. I'll be right back. Auf die könnt ihr euch alle freuen. Die sind sehr, sehr schnuffig. Die werden wir nicht auch nochmal zu sehen bekommen im Kampf, also. Lasst euch darauf ein. Jungs, halt jetzt langsam mal, wenn ich zum Playmont komme, sonst macht das hier richtig keinen Spaß. Okay. You're wasting our time. Kann sein. I won't go so easy on you next time. Jo, oder halt das übernächste Mal, wenn ich halt wieder Zeit habe, mit euch zu spielen. Aber ich habe keine Zeit, mit euch zu spielen, also weiter geht's. Weiter geht's. Diese scheiß Zufallskämpfer. Chimera, du kannst es auch mal. Kann egal sein, wir hauen ab. Live and let live. Im Kampf, wo wir keine Kämpfe, ja, können wir jetzt finden. Okay, also dann aber hier speichere ich ab und dann sage ich mal, ja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß und haut rein. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Final Fantasy 10. Bis dann.